Servus, grüezi und hallo, herzlich willkommen im fünften Teil unseres Let's Plays zu Loop Hero. Wir sind mitten in der dritten Expedition, schon im fünften Loop. Es sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, also Ausrüstung ist ganz okay. Und ja, wir gucken jetzt einfach mal, wie sie es hier entwickelt. Ich habe aber im Moment noch ein recht gutes Gefühl, sagen wir mal so. Hab ja auch gekillt, was gibt's Schöneres? Schauen, dass wir den Vampir losbekommen. Zumindest hier auf dem Weg ist jetzt nichts mehr großartig Gefährliches. Und das ist schon ganz okay. Eigentlich können wir auch mal die Dinger hier setzen. Was soll das überhaupt? Was warten wir hier eigentlich? Ui, die Harpie hat sich direkt auf unseren Weg gesetzt. Na, das ist aber unschön. Lebensenergie. Den machen wir mal weg. Jede Menge Vampirschlösser. Ah, oh, schau mal. Jede Menge Trefferpunkte am Tag, jetzt schon 68 auch. Angriffstempo immer noch sehr hoch bei mir. Boah, 4 plus Ampere. Eieieiei. Eieieiei. Und noch ein Geist. Ja, super. Und schon 2 Kugel-Expansionen. Ja, da müssen wir jetzt mal echt gucken. Wie wir jetzt hier weitermachen. Die Signalfeuer will ich sowieso nicht. Die muss ich mal aus dem Deck schmeißen das nächste Mal. Die stören eigentlich nur. Pierschlüssel sind es auch echt viele. Hier oben füllt sich's auch langsam, also langsam komme ich eh zum Endboss. Da habe ich auch keinen Bock drauf, weil der ist echt ziemlich stark. Und da muss man auch ein paar Voraussetzungen erfüllen, die ich gerade nicht erfüllen kann. Schauen wir mal, was der jetzt da sich gebildet hat. Das ist jetzt hier so ein Blutpfad. Und da gibt es jetzt alle 4 Tage Blutklumpen. Und ich denke, der Blutpfad kommt durch die Schlachtfelder hier. Ich setze das jetzt einfach mal damit in die Pampa irgendwo. Ich habe mir gerade überlegt. Setze da eine Wiese dran. So. So kann man es doch, glaube ich, auch machen. So, die Hälfte der Lebensenergie hat sich gerade aufgefüllt. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Und jetzt kommen ja erst die schweren Gegner hier. Level 7 Ausrüstung, sehr gut. Ich hätte vielleicht den Run beenden sollen.
Aber das ist genau das, was ich gemeint habe. Okay, man denkt, man kommt doch weiter und da wird man unvorsichtig. Ah, Fragment Erinnerung. Das ist jetzt quasi, weil sich hier oben was getan hat. Was ich ungern verlieren möchte, ist tatsächlich hier mein Vergessen. Aber wird jetzt demnächst verschwinden, weil es ja voll ist. Und hier können wir noch Max TP mit... Na, aber hier, guckt mal. Das ist natürlich super, das machen wir gleich. Und ein Langdolch, den nehmen wir auch gleich mal. Und noch ein neues Schild. Okay, jetzt kommt schon nette Ausrüstung rein. Ob das uns allerdings hilft, um diesen Loop noch zu schaffen? Na, ich habe so meine Zweifel. Ah, eine Schatzkammer, guck mal. Da sage ich natürlich nicht nein. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wo wir die hinsetzen. Wenn rein theoretisch. Ich würde da auch alles drumrum bauen. Wir kriegen dieses Signalfeuer umzingelt. Schatzkammer umzingelt. Regeneration 2,4. Das sieht jetzt echt eng aus. Könnte ich noch schaffen? Vielleicht, vielleicht. Ich bin jetzt nicht so stark. Wo bin ich denn jetzt? Da kommen jetzt Spinnen und aber auch Vampire. Oh, Leute. Ich glaube, wir ziehen uns zurück. Das ist mir zu heikel. Nee, das ist mir zu heikel. Ich ziehe mich zurück. Gucken wir mal, was wir bauen können. Ja, wir können die Kräuterhütte bauen. Und die, jetzt passt mal auf, die geschickten Hände der Kräuterfrau vergessen nie, wie getrocknete Kräuter zu mischen und Heiltränke zu brauen sind. Trank heilt 4% der maximalen Trefferpunkte. Du kannst bis zu 3 Tränke mitnehmen. 2 Tränke werden im Lager aufgefüllt. Schaltet außerdem die Karte Sumpf frei. Und das können wir jetzt tatsächlich bauen. Und ich denke, das werde ich auch tun. Es ist ein Wunder, dass wir fruchtbare Erde finden konnten und dass wir in der Lage waren, einige Samen kostbarer Heilkräuter zu retten. Warum flöte ich eigentlich so? Doch das wahre Wunder ist, dass all diese Heilwickel und Balsame noch irgendeine Wirkung haben. Wir haben bereits viele Leute wegen der Katastrophe verloren. Es wäre schön, keine weiteren an Krankheiten zu verlieren.
Und diese Tränke können auch dir helfen. Nimm ein oder zwei Fläschchen mit auf die Reise. Das erhöht deutlich deine Chancen, unversehrt zurückzukehren. Oh, ein bisschen heiser. Okay. So, Freunde, ich könnte jetzt eine neue Expedition starten, aber da habe ich wieder das Problem, dass ich mittendrin nicht abbrechen kann und ich muss tatsächlich an der Stelle Schluss machen. Ich glaube, die Runde war jetzt auch ganz nett und mit Kräutern bzw. Heiltränken im Gepäck werden wir dann in die vierte Expedition dann gehen. Insgesamt schon 55 Minuten Expeditionszeit hinter uns und 1,5 Stunden fast gespielt. Naja, interessant. So, das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Sossi. Ciao.